Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Wir sind hier in so einem kleinen Dungeon, Extra Dungeon, das es irgendwie freizuschalten gab. Und wir müssen wahrscheinlich den Lich hier finden. Lich ist regenerated, stand da wieder. Das heißt, der muss irgendwo hier in der Nähe sein. Ah, ich Idiot, lauf wieder hier unten rum, egal. Dann gehen wir gleich irgendwo oben rum. Von hier rum nach oben. Und suchen uns da irgendwie einen Weg runter. Oder gibt es hier noch irgendwie? Ne? Geheimweg? Auch nicht. Wir gehen erstmal hier lang. So. Okay, hier gibt es keinen Weg zum Licht. Er muss hier sein. Ganz klar. Aber wir gehen erstmal Richtung Süden. J. Und hallo? Hallo. Ah, da ist noch ein Weg. Okay. Noch ein Raum, wo wir noch gar nicht. Ah, ein Schatz. Ah, komm. Ja, die sind nicht besser als das, was wir haben. Wir haben ja einen Ebenerz-Helm. Also für uns jetzt erstmal wieder geradeaus. Auf den Schatz, nice. Noch ein Mark. Eight Boots, Steelhelm. Ah, na, wieso drücke ich wieder das hier? Mal schauen, wie viel der Mark hier gibt. Ah, okay. Der gibt gar nichts und der, okay, der gibt auch nichts. So. Ja. Wo führt das denn? Hier unten gibt es nichts. Ah, okay. Der führt hier nur im Kreis. Und hier gab es auch noch irgendwo einen Weg nach. Ja. Ah, wir gehen erstmal wieder Richtung Süden. Ich würde sagen, vielleicht einmal noch mal kurz zwischenspeichern. Ja. Oh, da haben wir den. Oh, scheiße. Potion of Healing. Potion of Healing. Hallo. Potion of Healing. 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 Und nochmal. Nein! You were a fool to confront me, and now have paid the ultimate price. Even now, my servants go to at your mortal hand. You will serve me well through my years as emperor. Once I have made you undead, perhaps I will even let you retain some of your memory. So that the price of your failure has meaning to you. Okay. Ja. Wir haben aber hier nah genug gespeichert. Und der war hier irgendwo.
glaube ich jetzt. Genau, hier war der. Das heißt, wir müssen, wir können jetzt erstmal doch vielleicht dahin. Ah, okay, mit U können wir das hier machen. Dann behalte ich gleich einfach immer wieder die U-Taste im Auge. Aber das war jetzt ein Lich. Stärkster Gegner im gesamten Game. Shift J. Shift J. So, haben wir. Tower Shield, Longsword. Ja, den Tower Shield nehmen wir vielleicht doch mal mit. So. Nice, das müssen wir jetzt wieder hier diesen Weg, diese Richtung gehen. Oder wir gehen erstmal hier hin. Mal gucken, was wir da finden. Ja, fall runter, genau. Danke. Oh, komm. Ist das schon der? Ja. Da haben wir den. Okay, hier in dem Raum gibt es nichts. So. Dürfen wir noch einmal gegen den Lich King oder gegen den Lich King? Gegen den Lich kämpfen. So, wo haben wir den? So, Potion of Healing. Potion of Healing. Potion of Healing. Potion of Healing. Nochmal Potion of Healing. Potion of Healing. Potion of Healing. Potion of Healing. Können die endlich mal drauf gehen? Nochmal Potion of Healing. Potion of Healing. Nochmal Potion of Healing. Potion of Healing. Können die mal endlich drauf gehen? Digga, die nimmt mich auseinander. Können die endlich mal drauf gehen? Noch erstmal genug. Behalte nur die Lebensanzeige jetzt im Auge. So, Potion of Healing, Potion of Healing. Potion of Healing. Wie viel hat die? You have gained a level of experience. 14, jo. Dann will ich aber mal das hier machen, weil to hit und to defend, das bedeutet. Oh, wir haben hier was kaputt. Wir machen das hier, weil das ist auch enorm wichtig. Weil damit erhöhen wir unsere Trefferchance. Troll is redirect. Was? Wo? Oh, ein Dagger hat er. Toll. Moin. By the Cliffs of Solitude, a rescuer from Baroness Hell's Hurry. I must be home in Amol by Maunders 14th of Evening Star. Jetzt ganz schnell safen. Oh, aber wir haben Licht gekillt. So, wo ist, wo geht's zum Ausgang? Der schnellste Weg. Hier nicht. Das heißt,
Hier erstmal. Entlang. So. Ja, komm, 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 hoch. So, genau. Dann oben rum. Dann hier runter. Ich bin ein bisschen so im Adrenalin-Modus gerade, wegen dem Licht. Weil wir sind noch enorm low level. Bei weitem nicht so stark, wie wir hätten sein können. Und kämpfen gegen ein Licht. 30 Gold und hat irgendwas? Davon brauchen wir nichts. Aber wir müssen definitiv unsere Ausrüstung reparieren. Stab brauchen wir nicht. Die sind jetzt alle hinter uns her, kann das sein? 35 Gold immerhin und ein Stab. Wow. So, genau, jetzt hier nach Süden und dann ein Loch entlang. So, ist sogar der falsche Weg, den wir jetzt gegangen sind. Natürlich. Diesen Weg nehmen. Ja, der richtige. Und da geht es wieder hoch. Ah, nice. Oh, sehe gerade. Wir brauchen noch mal Potion of Healing. Und hier war das genau Richtung Osten der Ausgang. Da müssen wir lang. So. Aber ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass wir so früh, so schnell schon Licht kriegen als Gegner. So, wir sind gerade dran vorbei. Ja, komm. Und dann. Ah, nein! Falsche Taste drücke ich noch. Wo haben wir Amol? Amol, Amol, Amol. Da haben wir Amol. Ja. 11 Tage, geht klar. Ja, welchen Tag haben wir? 8. 8. Herzfeuer, nice. Oh, und es ist dunkel. Wir müssen aber hier diesen Weg entlang. Wir werden definitiv heute Nacht noch angegriffen, bevor wir eine Taverne finden. Taverne gefunden. So, und rein da. Dann bleiben wir hier heute die Nacht. Dancing Griffin, genau. Können wir die Waffe einstecken. Moin, wir wollen heute Nacht bleiben, ja? Im Doppelzimmer, genau. Ein Tag, das reicht. Ja, 20 Gold. Ja. 20 Gold for the double, unbelievable. You're lucky, this isn't tourist season here. Ja, klar. Und was sagt die Uhr? 11 Uhr in der Nacht. Dann camp for a while, sagen wir mal, wir bleiben 8 Stunden. Breaking the Dark Robot is sheer idiocy. And one look at the Hellhound and you know that is exactly what you have done. Oh. Guten Hund. The Hellhound is nothing usable, okay. Ja. Warte mal, bevor. 11 Potion. Camp for a while, sagen wir jetzt mal 7. Oh, woher kommen die immer?
Ja, 16 Gold, immerhin. So, was sagt die Uhr wieder? 6.44 Uhr am Morgen. Das müsste reichen. Dann gehen wir mal raus. 6.44 Uhr am Morgen. Genau, ist hell genug. Nee. Dahin wollen wir. Genau da. Da ist es schon. Und dann sehen wir mal, wie schnell wir reich werden. Aber wir müssen auch wieder einiges reparieren, ey. Und so viel kaputt gegangen. So. Guten Tag, die Dame. Ich hab hier was für dich. You have rescued my brother from the Dark Brotherhood. And my gratitude to you is enormous. Please accept the 3185 gold pieces as a token of the debt I owe. Good luck in your travels. You'll be remembered in armor. Oh, nice. Hä? Wie hoch ist unser Erfahrungslevel gerade? Oh, guckt euch das an. Hier ist das plus 3. Wie haben wir das denn gemacht? Haben wir die jetzt wieder ausgerüstet, hä? Bin ich Tor? Ah, okay. Genau. Die Marks können wir verkaufen. Ich glaube, die bringen uns nichts. Purple. Ja, die können wir auch verkaufen. So. Ah, warte. Wie viel haben wir eigentlich noch von den Heiltränken? Wir haben ja jetzt sehr viel verbraucht. Ja. Haben wir wirklich einiges verbraucht. Da ging wirklich einiges für flöten. Du, sag mal, wo ist der nächste Store? It's pretty sure it's west of here. Ja, das kann ich mir auch irgendwie denken. So, hier haben wir wieder eine Taverne. Sag mal. Nächster Store. I could see your map. I'll show you just... Yeah, okay. Das reicht mir. Used Equipment Store. Okay. Auch wandern. Ah, haben wir's. Dann können wir gucken, vielleicht hat der auch irgendwas Gutes. Aber erstmal verkaufen. Brauchen wir alles immer. Bei Katana. You must have mesmerized me. But you've got the gold if you are still willing to sell. Ja? So. Mace, den brauchen wir nicht. 7 Gold, schade. Ich dachte, das wäre mehr wert. Flail. 8 Gold. Wow. Shortboard, den behalten wir mal. Und den hier. 300 Gold, immerhin. Den Tower Shield können wir auf. 37 Gold. Ja, okay. Schauen wir mal, was der hier hat an Ausrüstung. Acne Run Shield of Personality 10.200. Ah, aber das ist jetzt nicht gerade das, was
ich jetzt will, wenn Ebony Tower Shield wäre. Also das hier, nur als Ebony. Ja, das Beste, was man als Schild haben kann. Da gucken wir mal hier. Vielleicht hat er auch irgendwas anderes Ebony. Nee. Schade. Er hat nichts. Er hat gar nichts. Dann suchen wir mal die Magiergilde, falls wir die nicht schon hier gefunden hatten. Dancing Chasm hatten wir ja hier, aber ich glaube, da ist es. Wo sind wir? Also Westen und ein bisschen Norden. Okay. Westen und dann noch ein kleines bisschen nach Norden. Genau, hier ist schon der große Platz. Dann müsste der gleich hier sein irgendwo. Ja, ich bin auch schon dran vorbei. Alles klar. Wir drinnen was kaufen bestimmt. Ja. So, der hat bestimmt was. An magischen Gegenständen. Ebony Tor. Ne, den haben wir ja schon. Er kann einem nichts verkaufen, ne? Ne, der kann nichts verkaufen. Ah, wir hätten Heiltränke kaufen können, noch mal ein bisschen was. Nachfüllen hier. Ich Idiot, ey. So, wo ist denn der Typ? Ja. Wir brauchen dann Potions. Wir haben 73 noch, dann brauchen wir 27. 1350, ja, passt. So, dann müssten wir jetzt wieder exakt auf 100 sein. Genau, sind wir wieder auf 100. Würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir uns auf den Weg nochmal nach Labyrinthion und schauen uns mal den Rest an. War nicht nach Labyrinthion, nach dem Eisfort. Entschuldigung. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.